Himmel bezeichnet keinen Ort, sondern die Erhabenheit Gottes und seine Gegenwart im Herzen der Gerechten. Der Himmel, das Haus des Vaters, ist die wahre Heimat, nach der wir streben und der wir jetzt schon angehören. So aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Dass er beim Anblick eines verwundeten Spatzen in Tränen ausbrechen konnte. Unter den tadellosen Manieren eines Mannes von Welt verbarg er sein Mitgefühl für alles Lebendige. Möglicherweise erahnten dies manche Leute, ganz sicher aber wussten davon auf eine für uns geheimnisvolle Art, die kleinen Vögel, die sich auf seinen Kopf und seine Schultern setzten, als er in der Parkallee stehen blieb, ihm Körner aus der Hand pickten. Es wäre das Gesetz, wonach sich der Kleinere vor dem Größeren in Acht nehmen muss, um nicht gefressen zu werden, außer Kraft gesetzt worden.